Na, du, schon gehört? P3TV hat jetzt ein eigenes Jugendformat und gemeinsam mit dir werden wir uns jeden Monat auf die Suche nach spannenden Freizeitaktivitäten, coolen Veranstaltungen und vieles mehr machen. Bist du bereit? Dann let's go! Musik zum Updancen und coole Moves. Für unseren ersten Beitrag sind wir unseren Ohren gefolgt und in der Skatehalle vom Jugendzentrum Steppenwolf gelandet. Dort haben wir uns nicht mit Skatern verabredet, sondern mit Tanzlehrerin Petra Eigelsreiter, die hier einmal die Woche mit ihrer Gruppe trainiert. Na, Tanzstil erkannt? Nein? Dann gut aufgepasst! Street Dance ist Tanzen, auch genannt Hip-Hop oder Urban Dance. Und im Endeffekt treffen wir uns zum Tanzen. Wir machen verschiedene Moves, verschiedene Basics, zeige ich denen, Schülern und Tänzerinnen und Tänzern. Und dann machen wir meistens eine Choreografie. Aber alles Step by Step. Zuerst muss mal das richtige Warm-up her. Anfängerfreundlich, versteht sich, damit auch ich, absolute Neueinsteigerin, mithalten kann. In unserem Tanzkreis bleibt jede Menge Platz für eigene Moves und Impros. Da wird auch der letzten Frostbeule unter uns warm. Wie ist Street denn sonst so? Ich finde es einfach cool, wenn man ja einfach zur Musik tanzen kann und das richtig cool machen kann und verschiedene Sachen ausprobieren kann, neue. Also ich finde, der Beat ist cool, halt so zu tanzen, so sich frei bewegen. Die Freunde, also das Spaß macht und ja auch die Moves und so. Ja, auch die Moves, die Freundschaft und die Trainerin auch, ist auch voll nett. Wir lernen verschiedene Choreos und die treten mir dann auch sehr oft eigentlich auf, also schon häufig. Und es macht schon sehr viel Spaß, auch sich da vorzubereiten und neue Choreos zu lernen. Unterschiedliche Choreos zu coolen Beats und bei Auftritten auch mal im Rampenlicht stehen. Klingt doch mega. Und mit der richtigen Trainerin macht alles gleich doppelt so viel Spaß. Eh klar. Aber wie ist Petra als Tanzlehrerin denn überhaupt? Sehr nett und hilfsbereit. Aber ich kenne sie noch nicht so lange, aber bis jetzt ziemlich nett. Ich finde sie sehr hilfsbereit, fröhlich, also und höflich und ich mag sie einfach. Richtig nett und sie hilft uns immer überall und ja, es macht richtig Spaß. Genauso soll es sein. Ach ja, beim Street Dance können übrigens alle Jugendlichen ab 11 Jahren mitmachen. Treffpunkt ist während der Schulzeit jeden Montag um 17.15 Uhr im Innenhof des Steppenwolfs. Dann heißt es für etwa eine Stunde Musik an, Welt aus. Man kann einfach vorbeikommen, schnuppern, zweimal ist das gratis und danach meldet man sich an. Wer sich Street Dance zur Vorbereitung auf die erste Schnupperstunde live anschauen möchte, hat die nächste Gelegenheit bei der Frauengesundheitsmesse am 9. November im WiFi St. Pölten.